break of dawn, empty hotel room. Just had to get up, get dressed, get out, get behind the wheel again. I gotta see your face. I miss you, miss you, I miss you. Guten Morgen, meine liebe YouTube-Familie. Ich wusste heute nicht, was ich mit meinen Haaren anstellen soll und jetzt habe ich eine Frisur kreiert. Erst wollte ich sie komplett zusammenbinden zu einem Dirndl. Das hat irgendwie nicht geklappt. Dann habe ich eine Seite weggesteckt, dann sah die andere aber nicht so gut aus und dann habe ich die andere hinten auch noch weggesteckt. Und jetzt habe ich diese Frisur hier und dann habe ich bei meinem Make-up heute eine Kleinigkeit verändert. Und zwar habe ich anstelle von dem Alverde Quattro in der Lidfalte von Kiko den dunkelsten Lidschatten verwendet. Ich weiß gar nicht, wie die Palette heißt. Steht hier nirgends dabei. Komisch. Naja, auf jeden Fall habe ich den Ton hier verwendet, denn ich denke, er harmoniert doch um einiges besser als der ganz dunkle von dem Alverde Quattro 37 Chocolate. Da habe ich ja nur noch diese eine Farbe. Nur noch die dunkle. Aber ich habe sie für den unteren Wimpernkranz verwendet, um die Augen... Oh, hier sieht das besser aus mit dem Licht. Also ich habe sie für den unteren Wimpernkranz verwendet, um die Augen ausdrucksstärker aussehen zu lassen. Ich liebe ja, wenn die Augen ausdrucksstark geschminkt sind. Das kann mir eigentlich gar nicht genug ausdrucksstark sein. Und dann verwende ich jetzt immer... Wo habe ich es denn? Von Mineralissima. Hier den Glow Shimmer zum Highlighten. Den Wangen, auf der Nasenspitze. Oh, da könnte ich noch ein bisschen Glow auftragen. Ich möchte heute ein Video für meinen Beauty-Kanal drehen. Später dann. Guck die beiden an. Oh, und der Bruno kommt auch noch. Traut sich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke die Zeitumstellung total. Mir fehlt einfach diese eine Stunde. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und jetzt gerade ärgere ich mich mit meinem langsamen Computer herum. Ich lade gerade den Daily Vlog für heute Abend hoch und eigentlich wollte ich mich in mein E-Mail-Postfach einloggen, weil ich jetzt eigentlich ein Video drehen wollte zu einer Sache, die mir zugeschickt wurde und ich wollte nochmal mich belesen quasi, wie viel das kosten würde und so weiter und so fort. Also es geht hier um diese Box. Ich habe gesagt, die werde ich auf meinem Beauty-Kanal mit euch auspacken zusammen. Jetzt komme ich nicht in mein E-Mail-Programm und kann das deshalb nicht machen, was mich total nervt. Jetzt überlege ich, ob ich den Dreh auf morgen verschiebe. Ich bin echt so am Verzweifeln mit meinem langsamen Internet. Also es ist wirklich hammermäßig. Da geht gar nichts und es dauert alles
ewig. Naja, wenn mich das jetzt so aufhält, Gott, ich bin total dunkel auf einmal. Ich stelle mich wieder hier hin. Mir gefällt das besser. Ja, wenn mich das jetzt so aufhält, dann lasse ich mich jetzt nicht davon aufhalten, sondern putze jetzt die Wohnung. Dann habe ich das, weil wenn ich da jetzt warte, bis ich mich da eingeloggt habe, das dauert, glaube ich, noch Stunden. Ich habe schon dreimal wieder abgebrochen und neu gemacht und es geht einfach nicht, weil mein Internet gerade so langsam ist, weil ich ein Video hochlade. Und das ist kein Spaß. Noch wie viele Tage? Naja, 2 Wochen ungefähr, bis ich das neue Internet habe und dann geht es hoffentlich schneller und besser und und jetzt habe ich mir eine Ananas verdient. Ich habe hier so eine kleine Mini-Baby-Ananas und die werde ich jetzt köpfen. Ich habe meine Kameratasche verloren. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wo ich sie verloren habe. Das heißt, ich gehe jetzt meinen Weg weiter und gehe dann auf dem Rückweg wieder zurück. Und ich hoffe, sie ist dann da, wo ich denke, dass sie ist. Das kommt, wenn man unterwegs Aufnahmen macht und Fotos. Ich bin aber eigentlich ganz guter Dinge, dass ich sie wieder finde. Denn ich denke, ich weiß, wo sie ist. Das Wetter ist heute ganz gut. Wir haben in letzter Zeit eh Glück mit dem Wetter in Bayreuth. Nachts regnet es immer und tagsüber ist es dann trocken. Heute Vormittag kamen zwar ein paar Tropfen, aber keine Regenschauer. Da oben sind nochmal Rehe, wie es ausschaut. Thank you.
bin richtig nah an die Rehe rangekommen. Das war ganz toll. So, wo ist jetzt meine Kameratasche? Entweder hier. Da ist sie schon mal nicht. Okay. Oder auf dem Baumstamm da oben. Ha, da liegt sie. So, ich bin wieder daheim und mein Video ist endlich hochgeladen. Halleluja. Jetzt schaue ich mal, ob ich das Thumbnail für mein Food Diary jetzt endlich hochladen kann. Das ist nämlich vorhin ständig nicht hochgeladen, weil einfach alles blockiert ist. Heute kam übrigens die Auftragsbestätigung von der Telekom für die Umstellung. Und jetzt muss ich mal schauen in dem Speedport, das ich gekauft habe, ob da das Kabel dabei ist, was da in der Anleitung steht. Das Thumbnail ist hochgeladen. Dann habe ich das jetzt auch. Wäsche wäscht gerade. Und so, jetzt dachte ich, ich habe hier einen Fleck, aber es ist ein Fleck auf dem Display. Ich muss das Display reinigen. Heute geht das Food Diary um 18 Uhr on. Ich habe euch ja gestern im Video gefragt, welche Uhrzeit für euch am besten ist oder zu welcher Uhrzeit ihr immer die Videos auf meinem Beauty-Kanal schaut. Ich habe noch keine Antwort von euch, weil das Video noch nicht on ist. Ja, jetzt habe ich es einfach mal auf 18 Uhr gemacht. Ich denke, das ist vielleicht ganz gut, wenn ihr Feierabend habt, dass ihr es dann schauen könnt, je nachdem. Vielleicht schaut ihr sie auch morgens, wenn ihr euch fertig macht. Aber für morgen werde ich sie nicht hochladen. Also entweder 18 oder 20 Uhr, aber ich tendiere doch zu 18 Uhr. 16 Uhr ist mir, wie gesagt, doch zu knapp. Das ist für mich zu stressig, aber ich denke, 18 Uhr ist eigentlich eine schöne Zeit. In dem Food Diary, das heute für euch dann, wenn ihr den Daily Vlog seht, gestern ongegangen ist, beantwortet meine Mama übrigens die Käsefrage. So viele haben mich wegen dem Käse gefragt, welchen Käse sie verwendet, um die Pizza zu überbacken. Und in dem Video beantwortet sie die Frage. Das muss ich euch jetzt noch zeigen. Auf dem Weg in die Küche bin ich am Hasenbereich vorbei und Emily war am Schlafen. Dann zeige ich sie euch eben so. Sie hat vorhin ganz süß geschlafen, jetzt ist sie aufgeschreckt. Aber sie ist so halb wieder am Einpennen, aber vorhin sah das eben besonders süß aus. Eine kleine flauschige Fellkugel ist Emily. Until we see the light, keep it alive. Just a smile. Keep it alive. Keep it alive. Just a smile. Wenn ihr jetzt auf das i klickt, kommt ihr zu meinem Daily Vlog von gestern. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn euch das Video gefallen hat. Ich lade jeden Tag um 19 Uhr ein neues Video hoch. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss!